Von Hand gebraut und abgefüllt, die Manufaktur Frenzelbräu. Wir sind zu Gast und das schon zum vierten Mal. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank für die Einladung. Bei mir ist Tobias Frenzel, der Inhaber. Schönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Herr Frenzel, nun naht der Sommer oder sagen wir mal erstmal so der Spätfrühling und die Gartenpartys stehen ins Haus und da haben Sie ein neues Produkt aus Ihrem Hause, was der Party so richtig Beine machen soll. Genau, letztes Jahr sind wir mit dem Flaschenbier sehr gut gestartet und dieses Jahr konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf das Fassbier und das haben wir ab diesem Frühjahr auch in kleineren Varianten, zum Beispiel 10 und 20 Liter Fässchen, die natürlich ideal für die kleine Party zu Hause, für den Grillabend oder für eine Geburtstagsfeier sind und dann kann man sich bei uns direkt das Frischbier in der Brauerei abholen. Nun haben Sie mir erzählt, dass zum Beispiel das 10 Liter Fass mit Druckluft quasi betrieben wird. Genau, das ist je nachdem, was man von uns mitnimmt. Also man kann auch die Zapfanlage oder die kleine Zapfgarnitur mitnehmen. Und diese kleine Zapfanlage, die funktioniert nicht mit Kohlensäure, wie das bei größeren Anlagen der Fall ist, sondern bei so einem kleinen 10-Liter-Fass, das man an einem Abend leer kriegt, da kann es auch mit Druckluft rausgepumpt werden, das Bier. Was ist denn so die Maximalgröße, die ich mir bei Ihnen holen kann? Also es geht natürlich auch bis 50 Liter, also 10, 20, 30 und 50 Liter Fässchen haben wir da und die führen wir dann gerne auf Anfrage ab. Und die großen Fässer, die sind dann beim Bautzner Frühling im Einsatz vom 26. bis zum 28. Mai findet er in diesem Jahr statt und Sie sind vor Ort. Genau, da freuen wir uns ganz besonders drüber. Dieses Jahr können wir mit dem Frenzelbräu das erste Mal auf dem Bautzner Frühling vertreten sein und sind dann auf dem Fleischmarkt mit unserem Bierstand und haben da natürlich ein breites Spektrum von unserem Fassbier mit. Zurück zu den Flaschenbieren, die laufen ja auch sehr, sehr gut und es gibt die Möglichkeit, das Ganze quasi sehr stark zu individualisieren, wenn ich das mal so formulieren darf. Genau, wir haben mittlerweile immer mehr Firmen oder Geschäfte, die auch ihr eigenes Etikett dann auf dem Bier haben möchten als Werbeträger. Zum Beispiel die Zoohandlung Kunert hat dieses Jahr für Ostern wieder für ihre Kunden ein Osterbier kreiert und das dann unter den guten und verlässlichen Kunden verteilt. Das heißt also, ich kann zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte gerne diese Marke und mein Etikett. Genau, ich möchte zum Beispiel ein Pils, ein Frenzels Pils und dann hätte ich gerne meinen Namen drauf oder meine Firma als Firmenpräsent, Weihnachtsgeschenk und so weiter. Herr Frenzel, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Übrigens noch mehr Informationen finden Sie im weltweiten Netz unter www.frenzel-breu.de.